Das ist aber nicht der richtige Ort für solch ein Gespräch. Ich kenne da einen, der viel besser geeignet ist. Ist auch nicht weit. Warum gehen wir nicht gleich dorthin? Oder habt ihr einen Grund, warum ihr nicht mitkommen wollt? Mehrere. Also zum einen ist es sehr suspekt, dass er uns jetzt auf Imhoen anspricht. Zum anderen ist er gekleidet wie ein Dieb und könnte uns in eine Falle locken. Aber das soll er mal ruhig versuchen. Wir sind 5 Mann, einigermaßen gut ausgerüstet. Wenn auch ein wenig angeschlagen, aber im Notfall könnten wir immer noch einen Trank trinken. Und wir könnten sie danach ausrauben und hätten ein wenig mehr Gold als vorher. Also gut, bringt mich zu eurem Haus. Cool, dann kommt mit. Cool, schön euch wiederzusehen. Ein ganz schön schickes Haus. Ich habe gut Schritt gehalten. Nun sagt mir, was das eigentlich alles soll. Oh je, ich mach's kurz wie einen Liedschlag. Ich sag euch gleich, ich kenne da eine mächtige Gruppe, die euch helfen kann. Die könnten den Magier und die junge Frau finden. Wäre überhaupt kein Problem für die... Aha. Aber sie können noch viel mehr als euch nur zu sagen, wo sie sind. Sie können auch dafür sorgen, dass das Mädel befreit wird. Das klingt echt zu gut, um wahr zu sein. Was ist das für eine Vereinigung? Das kann ich euch nicht sagen. Gebt euch damit zufrieden, dass sie bereit sind, euch zu helfen und dass sie genug Macht haben, um es mit den verhüllten Magiern aufzunehmen. Mehr braucht ihr nicht zu wissen. Doch, eigentlich schon. Ich muss eigentlich nur erfahren, wo Imhoen ist. Alles Weitere kann ich selber regeln. Das denkt ihr vielleicht, aber ich sag euch, es klappt nicht. Ohne meine Organisation kommt ihr überhaupt nichts oder könnt ihr überhaupt nichts tun. Also entscheidet euch, ob ihr die Hilfe annehmen wollt oder nicht. Das klingt alles sehr suspekt. Wahrscheinlich fordert er gleich Gold ein und das sollen wir ihm jetzt schon geben und dann, ne, verzieht er sich damit. Wie viel wird mich diese Hilfe kosten? Es mag euch etwas kostspielig erscheinen, aber denkt mal an die Gefahren, wenn man sich mit den verhüllten Magiern anlegt. Ein fairer Preis, wenn ihr darüber nachdenkt. Die Hilfe kostet 20.000 Goldmünzen. 20.000 Goldmünzen? Das ist eine unverschämt hohe Summe. Unzumutbar, ach ja. Ihr verlangt eine Menge von meinen Freunden, wenn sie sich gegen die verhüllten Magier wenden sollen. Ich sagte euch bereits, das ist keine Kleinigkeit. Ich habe nicht so viel Geld. Was denkt ihr, wie ich es aufbringen soll? Boah, ich bin sicher, ihr habt genauso viel schon in der Vergangenheit ausgegeben und werdet es wieder tun. Das stimmt allerdings. Gewiss gibt es in der Stadt Arbeit für euch. Oder vielleicht könnt ihr etwas von dem teuren Besitztümern verkaufen? Ich verkaufe doch nicht meine magischen... Ihr fordert viel zu viel, wo ich nicht einmal weiß, wer es bekommt. Das glaubt ihr vielleicht, aber mein Angebot ist gut. Ganz gleich, ob ihr es nun annehmt oder nicht. Ihr werdet noch dahinter kommen, was für ein vernünftiger Kern darin steckt, da bin ich sicher. Yoshimo springt ein. Er könnte recht haben, Gerugon. Um gute Informationen über die verhüllten Magier zu beschaffen, muss man schon ziemlich viel Macht haben. Das könnte eure einzige Chance sein, Imhoen zu finden. Und er meint jetzt, dann gebt eben kein Geld aus. Sucht euer Glück in der Stadt, aber denkt daran, dass die Hilfe hier zu bekommen ist. Fremde muss man nicht immer fürchten. Wir könnten ihn jetzt fragen, ob man auch anders Hilfe bekommen könnte. Aber er wird dann auf jeden Fall sagen, nein, nur bei meiner Organisation werdet ihr Hilfe bekommen, weil er halt dafür da ist, Leute an Land zu ziehen für seine Gruppe. Also gut, ich komme mit dem Gold zurück oder auch nicht. Gut, ich warte hier. Bruce wird draußen auf euch warten. Er ist mein Neffe und er zeugt euch den Weg zur Kupferkrone. Dort werdet ihr ganz leicht genug Arbeit finden. Oh, wir können da vielleicht auch schlafen. Das wäre sehr praktisch. Es könnte Arbeit für euch in der Kupferkrone geben. Ich glaube, ein Fürst Giordan fragte nach euch. Dann lebt wohl und grüßt Letinan von mir, wenn ihr ihn über den Weg läuft.
Der Handel ist perfekt. Und ihr habt wieder ein Ziel, wenn auch ein weit entferntes. Euer neuer Freund hat euch versichert, dass er euch für einen gewissen Preis zu Imoen bringen kann. Auch wenn ihr sicher seid, dass dieser Preis letzten Endes aus mehr als nur Gold bestehen wird. Aber ihr könnt jede Hilfe brauchen. Und auch wenn der Preis hoch sein mag, so ist euer Weg doch klar. Wenn ihr Imoen findet, dann gelangt ihr auch zu Irenikus. Und zu ein paar längst überfälligen Antworten. Ah, was eine Menge Gold. Also zum einen bräuchten wir jetzt 20.000 Goldmünzen für seine Organisation. Wir bräuchten aber auch mindestens genauso viel für Ausrüstung. Also für einen ordentlichen verzauberten Plattenpanzer für Gerugon, verzauberten Schild, vielleicht eine +2 oder +3 Waffe sogar. Weil es bringt uns nichts, wenn wir jetzt den Leuten da das Gold geben. Na okay, sie wollten Imoen selber befreien. Das ist auch sehr komisch. Warum wollen sie das selber machen? Wenn wir sie auch bezahlen würden, nur für die Informationen. Das ist alles... Aber na gut. Dies sind die Gefangenen von den Unruhen bei Vaukins Promenade. Was ist bekannt? Nichts als ihre Namen. Der Magier ist John Irenikus, das Mädchen ist Imoen. Ich habe gar nichts gemacht. Er war das. Ich hatte... Ruhig, Kind. Lass den Narren sein Urteil fällen. Warum wurde dieser Mann nicht zum Schweigen gebracht? Hat er nicht 4 von euch ermordet? Wir wagten nicht, uns zu nähern. Egal. Letztendlich kam er freiwillig. Was soll mit ihnen geschehen, Herr? Das sind Abtrünnige! Lasst sie in der Zauberfeste verrotten! Und das hier hat Gerugon nicht gesehen. So, wir machen uns jetzt auf den Weg nach draußen und suchen seinen Neffen. Boah, Abenteurer! Jupp, das sind wir. Hallo, nach euch habe ich gesucht, nicht wahr? Onkel Galen hat mir aufgetragen, euch ein wenig dabei zu helfen, Arbeit zu finden. Hört zu. Ihr seid von der vornehmen Art, richtig? Ich habe von so einem richtig reichen Kerl gehört, der nach einem Helden sucht, der mit Monstern auf seinem Land aufräumt. Er ist in der Kupferkrone. Ein Fürst Girden oder so. Von dem hat Galen ja auch schon gesprochen. Ich könnte euch hinbringen, wenn ihr wollt. Also wir könnten auch alleine uns hier umschauen, aber ich denke, wenn er einen schnellen Weg dahin kennt, umso besser. Weil unsere Helden sind wirklich, wirklich müde. Sind ja schon eine ganze Weile unterwegs, sind dem Kerker von Irenicus entflohen, sind dann in ein kleines Abenteuer in einem Zirkuszelt reingestolpert. Sie brauchen auf jeden Fall Schlaf. Gewiss. Okay, sorgt dafür, dass ihr in meiner Nähe bleibt, weil ich keine Zeit habe, auf euch zu warten. Ganz schön verzogen, der kleine Bengel, aber na gut. Da sind wir. Ich bin sicher, dass ihr von hier aus den Rest des Weges selber findet, oder? Na, macht schon. Der Rest des Weges ist von da nach da. Und er ist weg. Ja, da ist wieder ein Marktschreier, aber wir gehen rein. So. Scheint schon mal gut besucht zu sein. Und die Hälfte der Gäste hat Waffen gezückt. Oder zumindest am Leibe. So, wohin geht es nun, oh furchtloser Anführer? Also erstmal sind wir jetzt in der Taverne. Aber sie meint wohl, wie es allgemein weitergehen soll. Wir haben zur Auswahl, woher soll ich denn das wissen? Das ist eine sinnlose Antwort, weil wir sind der Anführer, also sollten wir wissen, wo es lang geht. Wir könnten sagen, dass wir für Vorschläge offen sind, was jeder Anführer eigentlich jederzeit sein sollte, sofern sie gut durchdacht sind. Oder wir könnten sagen, dass es keine große Rolle spielt. Nee. Wir sagen, ich bin für Vorschläge offen. Ich würde vorschlagen, ihr macht euch an die Arbeit und entwickelt einen Plan. Und bitte sagt so etwas wie, ich weiß auch nicht so richtig, nie wieder. Das klingt ja ganz so, als hätte man euch als Kind gegen den Kopf auf den Kopf fallen lassen. Oder getreten.
Es tut mir leid, Georgon. Ich möchte ja wirklich nicht für unnötige Spannungen in unserer Gruppe sorgen, aber ich bin schlicht und einfach ein wenig im Stress. Und ich glaube, euch geht es nicht anders. Also ja, ist absolut nachvollziehbar. Sie hat ihren Ehemann verloren. Und wir wissen auch nicht, ob sie vielleicht nicht auch gefoltert wurde. Schon in Ordnung, Jahira. Ich kann das verstehen. Ja, aber dennoch war das nicht akzeptabel. Wir sind Freunde. Und ich sollte uns auch wie Freunde und sollten uns auch wie Freunde verhalten. Ich entschuldige mich. Wow, Jahira hat sich entschuldigt. Das ist mal selten. Okay, was haben wir hier noch so für Gesellen? Ich habe genug von euch. Ist da etwas, womit ich dir helfen könnte, werter Herr? Was macht eine schöne Frau wie ihr an einem solchen Ort? Nein. Grüße, gnädige Frau. Was bringt euch zur Kupferkrone? Ihr müsst wissen, ich vertreibe hier nur meine Zeit, bevor ich mich mit meinem Arbeitgeber treffe. Wenn es euch nicht stört, ich habe über vieles nachzudenken und würde ein wenig Einsamkeit zu würdigen wissen. Ihr solltet euch an den Barkeeper wenden, falls ihr Unterhaltung sucht. Er kann euch sicherlich helfen. Ja, okay. Wir sollten vielleicht nicht wirklich jeden ansprechen, weil manche Leute wollen einfach nur Ruhe haben. Fremde! Oh. Vielleicht habt ihr ja mehr Mut als die Würmer, die dieses Loch der Verderbtheit heimsuchen. Ich bin Anomen, Kriegerpriester des Helm. Wie ist euer Name? Er hat Minsk angesprochen. Das ist super passend, weil er scheint sehr von sich überzeugt zu sein. Und Minsk ist nun nicht gerade der Ernsteste aus unserer Gruppe. Also, ich heiße Minsk. Das da ist Boo. Es ist meine Freude, euch kennenzulernen. Glück auf! Sprecht also. Ist euer Herz von Mut erfüllt oder ersäuft es in Feigheit? Oh, Minsk zu fragen, ob er mutig ist, ist schon ist grenzwertig. Wenn es einen Anlass für Mut gibt, dann habe ich ihn in Hülle und Fülle. Ich vertraue darauf, dass euer Wort etwas gilt. Also Minsk, sagt mir, seid ihr eine Macht des Bösen oder des Guten? Minsk und Bu sind Mächte der Rechtschaffenheit. Per Zufall habe ich würdige Weggefährten gefunden. Es ist mein Bestreben, vom höchst ehrenwerten Orden des strahlenden Herzens zum Ritter geschlagen zu werden. Ich muss mich aber zuvor als würdig erweisen. Habt ihr Bedarf an einem starken Kämpfer, mein Fürst? Kämpfer. Wir haben Georgon, wir haben Minsk, wir haben so eine halbe Jahira und wir haben so einen halben Yoshimo als alles Kämpfer. Die einzige, die wirklich sich nur auf die Magie fokussiert, ist Eri. Also, eigentlich eher weniger. Also, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest. Wir könnten uns ja theoretisch auch von Gruppenmitgliedern trennen. Aber bisher scheint es so einigermaßen gut zu klappen. Aber momentan erstmal nicht. Wir haben schon so recht viele für uns Fremde aufgenommen, an die sollten wir uns erstmal gewöhnen. Und sofern er keine Aufgabe für uns hat, wo er auch unbedingt mitkommen müsste, lehnen wir erstmal ab und können ja später immer noch zurückkehren. Bedauerlicherweise muss ich euer Angebot ablehnen.